Ja, Leute, heute gibt es ein besonderes Opening, denn wir öffnen wahrscheinlich das beste Set des Jahrhunderts, beziehungsweise zumindest das beste Set der letzten Jahrzehnten. Die Rede ist natürlich von der Rarity Collection. Und wir wissen natürlich alle, bald kommt Rarity Collection 2 raus. Und wir wissen natürlich nicht, ob das Ganze so gut wird oder nicht, oder genauso gut wie die erste. Wir hoffen natürlich, ein paar Karten sind bekannt und die sind schon ziemlich nice. Und falls ihr die Rarity Collection 2 oder natürlich auch eins oder andere Produkte haben wollt, könnt ihr mal bei meinem Sponsor vorbeischauen, um genau zu sein, BA Yu-Gi-Oh! Shop. Da gibt es nämlich alles rund um Yu-Gi-Oh! Und nicht nur original verpackte Produkte. Nein, 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 auch natürlich Einzelkarten. Und das Besondere ist einfach, dass wenn ihr dort was bestellt, im Wert von über 20 Euro, dann habt ihr versandkostenfrei. Bedeutet also, ein Display, versandkostenfrei. Ich meine, gibt es Cooleres? Zusätzlich gibt es auch noch Rabatte. Wenn ihr öfter dort kauft, müsst ihr mal beim Treueprogramm vorbeigucken. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Kauft da mal ein, das würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Wenn ihr E-Karten braucht, schaut eben vorbei bei BA Yu-Gi-Oh! Shop. Dort könnt ihr eben vieles holen. Und es würde mich wirklich unterstützen, wenn ihr eben bei diesem Händler kaufen würdet, anstatt beim anderen. Aber jetzt genug geschnackt hier. Wir wollen rein, wir wollen natürlich das Set öffnen. Wir wollen sehen hier, was gibt's hier alles drin. Natürlich wollen wir coole Quarter Secret Rares haben. Aber was ich vor allen Dingen noch haben möchte, ist eine gewisse Stable-Card, um genau zu sein, Tacticals. Weil mir ist aufgefallen, ich habe nur eine Tacticals. Wäre schön, wenn wir das Ganze hier aufholen. Natürlich hier wieder super Artwork, gefällt uns gut. Ja, und dann öffnen wir das Ganze. Dann würde ich sagen, gehen wir hier direkt rein in die erste Karte. Und natürlich das Schöne ist, hier sind sehr viele Foils drin. Denn wir haben hier unter anderem Dark Lore, Zwangsevakuierungsgerät, Chaosraum. Chaosraum allgemein. Ey, ich weiß noch ganz genau, als ich diese Karte das erste Mal gelesen habe. Wir durften die früher vorstellen, dank Konami. Und ja, das war schon, ich fand die Artwork schon schön. Effekt, boah, es passt so perfekt. Es ist wirklich der Chaosraum. Also es passt perfekt zu Chaos. Und dann haben wir nochmal Chaosraum. Und dann haben wir, direkt hier in Ulti den Avramax. Avramax erinnert mich ein bisschen an meine Master Duel Duelle. Denn in Master Duel habe ich den immer gerufen in Gishki Sprite. Da rufst du nämlich Full Board und rufst damit IP eben ihn. Und der Gegner hat ein Problem, weil mit IP das Ganze eben dann sehr schwer zu outen ist. Vorhin eine Gefahr Dangers. Dangers ist sehr ironisch, sind sehr spielstark, sind gerade aber eher wenig zu sehen. Ja, das hat doch Anime-Duell-Vibes. Ich glaube, mit dem muss ich mal irgendwann CK besiegen. Duell. Topf nehmen wir gerne mit. Schwarzer Flügelwind. Oh, und der wird. Und das war's. Ich wollte zieh. Nein, es geht nicht. Es will nicht. Ja, macht natürlich Sinn, dass es nicht geht. So, weiter geht's hier. Dann haben wir hier Herold des Bogenlichts. Ice Barrier, die nicht offiziell eine Ice Barrier Karte ist, aber suchbar ist. Impermanence, ein Secret Rare, nehmen wir doch mit. Impermanence, ey meine Leute, es sind ja Stables ohne Ende drin. Artifact, Lance ja auch eine Karte, die wieder sein Play finden wird. Die wird auch wieder meta-relevant sein. Und Reasoning. Reasoning muss man sehen. Zuletzt so richtig gesehen habe ich das eigentlich. Man hat es in Eldlichen Varianten gespielt, also in Eldlich. Aber so richtig cool war es eigentlich in Infinite nur. Also Alpha Beast, noch eine Lancia, Mega-Wandlung. Oh, Ulti Summon Limit. Ja, Leute, das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Das ist natürlich klar, hier sind natürlich einige Karten drin, die jetzt inzwischen verboten sind. Ist natürlich schwierig, aber ich meine, war ja klar, Baroness, viel zu starke Karte, definitiv. Oh, Tourguy, den Quarter. Nehmen wir mit. Und Artemis und Revolt. Tourguide richtig hübsch. Allgemein, ne? Also, man muss ja sagen, die Rarity Collection. Man kann jetzt halten, was man davon möchte. Ne? Man kann jetzt sagen, ja, gar nicht mein Produkt, habe ich jetzt auch nicht gebraucht. Oder so, und ja, der ganze brauche ich jetzt nicht so. Aber was sehr interessant ist, definitiv ist, dass die Rarity Collection quasi die Feature Match, also die Duelle auf den Turnieren, geprägt haben und eben auch kommt, Ulti und nur noch Ultra. Visionsheld, auch sehr gut. Und zwar, das waren, wenn man jetzt im Stream sieht, dass dort einfach alles glitzert. Also der Gegner aktiviert Nash, alles glitzert. Der Gegner aktiviert überhaupt allgemein irgendeine Handtrap, alles glitzert. Und natürlich dann, wenn man eh schon alles hier in Quarter geholt hat, dann muss man natürlich auch die Starlight Rares und ähnliches. Und es gibt jetzt inzwischen Duelle,
im Feature-Match, wo einfach jede Karte komplett übertrieben glitzert. Also man muss sagen, die Büro auch sehr gut natürlich, ist natürlich etwas, was die Rarity Collection möglich gemacht hat. Ne? Man kann jetzt sagen, ey, was für Commons, ey, ich will keine Commons spielen. Super Rare Impermanence nehmen wir direkt mit. Ist eine gute Karte, definitiv. Hier auch mit den Raben. Ich muss sagen, das finde ich ein bisschen schade. Es sticht nicht so ins Auge und ich sag mal, es ist eher die Rarität, die man sagt, ey komm, den nimmst du mit, weil dann kann ich sie spielen, dann habe ich sie in echt. Aber ja, das ist nicht so das Highlight, muss ich sagen. Vielleicht, Collectors. Die wiederum sind sehr schön und finde ich sehr nice. Also mir gefällt die mit am meisten neben halt in der Quarter, definitiv. Ja, aber wie gesagt, was ich sagen wollte ist, man hat auf jeden Fall gesehen, Nadia auch gute Karte, natürlich Dimensionsbarriere und Dark Ruler. Karte, die bald gebannt wird, auf jeden Fall irgendwann. Bald, irgendwann muss die gebannt werden. Karte ist einfach blöd, ey. Genau. Und wie gesagt, Feature Matches sind damit geprägt und eben natürlich auch. Oh, Quarter, Schlägerdrache. Ja, das ist natürlich super. Das ist super. Dragon Link wird immer wieder darauf zurückgreifen und Zeus Stärkermacher und Lava Golem. Genau, also ich finde die Entwicklung cool, weil wie gesagt, natürlich alles glittert, ist nett. Man muss natürlich sagen, gerade dann ist es umso enttäuschender, wenn natürlich ein Deckcore in Kamen rauskommt. Ja, es sind jetzt Meckern auf einem anderen Niveau, ne? Aber wenn dann ein Deckcore wie Tempai zum Beispiel natürlich großer Teil in Kamen ist, naja, dann kann ein Deck halt nicht voll Glitzer sein. Aber ich glaube, das ist ein Problem, wo wir überleben können. Top nehmen wir mit, Überläufer nehmen wir mit. Hier ist nämlich auch der Retro-Stuff drin, das ist sehr schön. Wir haben hier nämlich jetzt, also man muss sagen, das ist, wollte ich jetzt nicht. Man muss sagen, dass man jetzt hier natürlich sehr viele Referenzen hat. Wenn man jetzt hier zum Beispiel auch Duelle im Anime macht, dann sieht man auf einmal, Called by the Grave nehmen wir auch gerne mit, sieht man die Karten wie Überläufer anders. Weil Überläufer, in Anime-Duellen ist einfach eine 10 von 10. So, jetzt möchte ich aber mal langsam ganz klar mein Versteuerungs-Secret, nehmen wir natürlich nicht, möchte ich unbedingt meine Tactical ziehen. Wir haben gar nicht mehr so viel. So, ich mische die jetzt mal von links und rechts gemischt. Wir haben gar nicht mehr so viel. Ich hätte dann doch gern noch mein drittes Tacticals. Bitte. Dark Ruler. Okay, nehmen wir auch mit. Als halt Topf auch. Versteck. Boah. Der Secret. Da muss ich auch noch sagen. Der Secret Affair. Genau, ich kann nicht mehr reden. Der Secret Rare Effekt ist ziemlich nice, finde ich. Weil erinnert sehr an den Speed Duel Secret Rare Effekt. Und ich muss, hab ja mal gesagt, in Speed Duel, jetzt fern auf was du noch haltet, der Secret Rare Effekt ist ziemlich nice. Und der ist auch ziemlich nice. Also der Secret Rare Effekt. Versteckung und Lord. Ja, Lord ist auch geil. War mal eine unglaublich teure Karte. Inzwischen spielt man das nicht mehr. So können sich die Zeiten ändern. Überläufer und Secret Rare nehmen wir mit. Antis und Avramax im Knickmodus. Sei doch nicht so geknickt. Sei doch nicht so geknickt, Avramax. Alles ist gut. Alles ist gut. Schade. Ja, manchmal ist das echt ein bisschen bitter. Wenn die dann so rauskommen, was willst du auch sagen, so, wenn du das verkaufen willst? So. Ja, er ist OVP. Ja, ja, klar, ist OVP. Kann er, würde ich jetzt auch sagen. Nee, die habe ich aus dem Booster gezogen. Ja, 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 klar, klar. Was hast du gemacht? Gespielt? Alternatives Artwork? Immer die Frage, altes oder neues Artwork? Oh, der Collectors! Eine Quarter. Altes oder neues Artwork? Schreibt mal in die Kommentare. Und, ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und der Lord in Collectors. Der Lord in Collectors ist sogar noch besser, weil Lord eine Karte ist, die ab und an doch noch irgendwie so als Sneaky Peek gepickt wird. Also als Peek, die Small World und Ulti. Mal gucken, was die Ratio am Ende ist. Ich glaube, wir müssen am Ende auf 12, 13 heute ist auch der Wurm drin. Besondere Seltenheitsstufen. Tactics! Okay, wir haben es. Nachbarn beschweren sich gleich wieder. Tacticals, da haben wir doch. Fehlt doch nur einmal, das ist perfekt. Und Lava Golem. Ja, ich bin zufrieden. Ich habe alles gezogen, was ich wollte. Da ist mein drittes Tacticals. Perfekt in the hood. So, dann haben wir Droplet, nehmen wir auch mit. Wir haben noch eine Collectors hier hinter. Und Sumpf da. Und, göttlicher Schleim. Auch im geknickten Modus. Ich muss sagen, wenn ich das hier gerade so sehe, durch diese raue Oberfläche, sieht er so. Sieht er ein bisschen aus. Also, ne, ich weiß, Leute, jetzt. Kommentar. So ein bisschen hat er so einen Ghost-Ray-Effekt im Sinne von, dass der so leicht verschwindet im Licht. So hier so. Ist interessant. Nehmen wir mal mit. Natürlich im geknickten Modus immer ein bisschen ärgerlich. Weiter geht's hier. Cherubini Izul Tourguide im neuen. In dieser neuen Seltenheit, die man hier am wenigsten rausziehen möchte. Aber Tourguide haben wir schon eine Quarter gezogen, also brauchen wir nichts haben. Betäubende Ice Barrier. Verwundertropfen! Wir ziehen viele.
Playset Droplet, glaube ich, ne? Voll gut. Also Droplet eh auch super gute Karte. Ist natürlich immer formatbedingt. Man sagt ja immer, man spielt entweder Handtrap oder Boardbreaker. Und natürlich ist Droplet hier eine Boardbreaker-Karte, definitiv, ne? Weil sie hilft ihm, das Board zu breaken. Vor allem kann der Gegner nicht drauf reagieren. Das ist natürlich das Besondere, ne? Dann fällt hier Fallen von Albers. Ja, Fallen auf Albers brauchen wir jetzt nicht. Fallen auf Albers ist eh so eine Karte, die wirklich gefühlt... Ja, Ghost Ray nicht, aber gefühlt jeder hat... Oh, erster Blitzschirm. Blitzschirm, auch super spezielle Karte natürlich. Dann haben wir hier Inspector Border, Bell und Celine, auch im geknickten Modus. Das ist natürlich schade. Ich habe das Gefühl, dass allgemein ab und an natürlich, ja, leider Überläufer. Oh, wir haben noch eine Collectors. Ash! Artemis! So, wir sind durch. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, die sind durch. Ja, sind durch. Weil es ist schon mal öfter vorgekommen, dass ich ein Opening gemacht habe und nur 23 Packs geöffnet habe. Hat keiner von euch gesehen. Hat keiner gesehen. Und was niemand sieht, das ist auch nicht passiert. So, jetzt wollen wir hier mal durchgehen. Wir müssen mal die Besonderheiten gleich zielen, die besonderen Raritäten. Guck mal, wir haben Baroness gezogen einmal, aber wir haben auch Savage Dragon. Ist eh verboten, wir ziehen einfach nicht. Dann gibt es den auch nicht. So, was haben wir hier? Kamera, bitte scharf stellen einmal. Was haben wir hier? Haben wir hier jetzt klassische Meta-Staples, damit muss ich da nochmal rauslegen. Und haben wir hier nochmal besondere Raritäten, die ich jetzt nicht rausgelegt habe. Das würde sonst natürlich den Schnitt versauen, also im Schnitt beim Zählen versauen. Smart World ist gar nicht eine schlechte Karte. Also Smart World, betäubende Meilen kann man auch immer so ein, zwei Meilen. Die ist auch eine sehr gute Karte. Da haben wir eine besondere Rarität, die wir ausgelassen. Ja, die Karte wird auch verboten. Oh, Effekt Wailer, wichtig. Rauslegen, gute Karte. Wie gesagt, klar, ne, das heißt ja nicht, dass immer gute Karten, ist auch eine gute Karte, Topf, auch eine super gute Karte natürlich. Es sind natürlich Karten, die man, ja, in einem anderen Deck spielen kann. So, Rarität, Besonderheit, ist okay. Töpfe würde ich schon zu sehr gut zählen. Dann haben wir hier Baroness, die legen wir natürlich zu, ja, raus. Dann haben wir besondere Rarität. Dann haben wir natürlich super gute Karte. Besondere Rarität, gute Karte, gute Karte, gute Karte, gute Karte, besondere Rarität, gute Karte, gute Karte. Merkt ihr, warum das Set gut ist? Gute Karte, besondere Rarität. Okay, Entis geht in Okay-Stapel. Überläufer ist auch okay. Call-By, Verstärkung für den Me-Topf, Ruler, Effektverschleierin, Call-By, Überläufer, Topf. Dark Ruler, Dimensions bei... Da habe ich keine Dimensions mehr rausgelegt. Ja, komm, machen wir dann hier. Ecclesia ist schon fast bei nicht relevant. Nibiru, das ist besondere Seltenheitsstufe. Ist relevant. Jetzt gerade nicht. Ja, ist leider ein bisschen ärgerlich. Besondere Rarität, besondere Rarität, besondere Rarität, besondere Rarität, besondere Rarität. Und ich guck mal eben, wie viele Dimensionsbarrieren ich jetzt hier nicht... Ah ja, Heatsoul. Ja, es ist eine schlechte Karte, garantiert. ja, ne, da wird der eine oder andere sagen, was ist denn damit? Das ist schon eine gute Karte. Ja, ein Punishment ist auch nicht verkehrt. Ne? Ihr merkt, das Set ist halt einfach zu gut. Man kann jetzt einfach halt kaum sagen hier, das ist halt... Ja, das ist aber blöd so. Man kann auch Federsturm theoretisch rauslegen. Aber jetzt wollen wir nicht übertreiben hier. Wir wollen hier nicht übertreiben. So, passt. Passt. So, wir haben jetzt... Also, ist super, super Schnitt. Also, wir haben jetzt... Ich zähle mal zu... Okay, also ist jetzt nicht super krass, aber ist okay halt. Wie gesagt, ne? Wir haben dann eben die Glesia, Punishment, Dimensionsbarrieren, Verschärfung für mich, Called by, Überläufer, Entis, Entier, Small World... Ja, Izu würde ich auch noch zu den Stapel packen, aber Impermanence natürlich super gut, ne? Das sind so Stables, die ihr einfach haben müsst. So unbedingt Impermanence, Lance, Yanibiru, wie gesagt, Impermanence hier nochmal. Dark Ruler, die Töpfe sowieso gut. Ja, können wir da rüberpacken von mir aus. Dann haben wir nochmal Dark Ruler, die Töpfe, Droplet. Haben wir wirklich. Haben wir Playset? Doch, wir haben noch einen. Wir haben noch. Haben wir eine Secret? Weiß ich nicht. Droplet halt. So, und jetzt müssen wir nochmal zählen, damit wir den letzten Schnitt haben. Denn, wie gesagt, im Schnitt, glaube ich, sind es so um die 12 gute, die man ziehen kann. Also 12 der besonderen Rarität. Wir haben hier 1, 2, 3. Da muss ich sagen, hätte man natürlich durchaus bessere ziehen können. Aber ich beschwere mich nicht. Ich habe Droplets gezogen, ich habe Permanents gezogen, ich habe mal Tacticals gezogen. Also da beschwere ich mich nicht. Also wir haben 3. Wir haben dann, also das sind halt die Dings. Dann haben wir von den Ultis 1, 2, 3, 4... 4 Ultis, wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann diesen Secret Rare Effekt, den keiner haben will. Ist nochmal 1, 2, 3. Und dann haben wir nochmal 4 Collectors Rare. So, und jetzt habe ich hier nicht gut gezählt. Das war nicht so schlau. Beziehungsweise so. Wir haben hier 3, 6, 9, 12, 14. Ja, 14 ist ungefähr der Schnitt. Ich glaube, zwischen 13 und 15 ist normal. Also, super gutes Set. Das auch. Und super gutes
Display auch, weil wir meinen Tacticals haben. Wo ist Tacticals? Kommt direkt in mein Deck. So ein Ding ist das. Da. Tacticals in Secret Rare sogar. Nice. Nehmen wir mit. Super Rare, die auch gespielt. Von daher ist das immer cool, weil wir eben jede Karte in jeder Rarität hat. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir wirklich lange geschnackt. Wie gesagt, falls ihr die Rarity Collection 2 vorbestellen wollt, schaut, wie gesagt, bei meinem Sponsor BL Yu-Gi-Oh! Shop vorbei. Würde auf jeden Fall mir sehr helfen, wenn ihr eben das machen werdet. Und sonst würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt natürlich auch so viel Glück beim Ziehen. Und ich wünsche euch dann, wie immer, einen wunderschönen Tag. Und natürlich viel Spaß beim Duellieren.